macht, ist es gut. Selbst ein anderes Handwerk. Dass Pakete, Koffer und Tiere am Frankfurter Flughafen verladen werden, ist nichts Ungewöhnliches. Doch am Mittwoch bat sich uns ein bisher unbekannter Einblick in die Logistik der Cargo City Süd. Für die amerikanische Motorrad-Rallye Sturgis wurden nun zahlreiche von Hand gestaltete Motorräder verladen. Bis zu 20 Customs Bikes werden uns anvertraut und von hier aus speziell verpackt und in die Welt verschickt, um dort an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Unikate von einem Wert von 30 bis 40 bis teilweise 150.000 Euro in der Spitze sind die Werte dieser Motorräder. Heute stehen hier die besten Harley-Davidson-Umbauten aus ganz Europa. Das heißt, in ganz Europa gibt es verschiedene Events und auf den Events wird jeweils das beste Motorrad gewählt. Diese Bikes werden heute hier verladen und gehen dann nach Amerika zur weltgrößten Bikeshow, zur AMD World Championship of Custom Bike Building nennt sich das. Und da wird der Weltmeister der Motorradumbauer gewählt. Man kann sich vorstellen, wie die Kaninchenzüchter, wo dann das beste Kaninchen gewählt wird. Ja. Also wenn wir dieses Bike, was rechts von uns jetzt steht oder rechts von mir steht, nehmen, das wurde aufgebaut in Abu Dhabi in einer Zeit von circa 7 Monaten. Die einzigen Zugkaufteile da dran sind eigentlich der Motor und die Reifen. Alles andere ist komplette Handarbeit. Das heißt, in einer Werkstatt, so wie es vielleicht viele aus dem Fernsehen von Orange County Choppers kennen oder sowas, wird in Hand alles angefertigt, alles bearbeitet. Dann wird das weggeschickt zum Lackieren alles. Das ging dann wieder nach Amerika. Dann ging es wieder nach Abu Dhabi. Und jetzt steht es hier, um nach Sturgis zu gehen. Die Bikes werden verpackt und werden dann in die USA geflogen, wo sie am 8. August durchstarten.